von Mir sein Fit für Kids, der Handballabteilung des FC Bayern München. Ich bin die Nathalie, servus, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Kids. Ich bin die Fitmacherin und ich mache die erste Damen- und erste Herrenmannschaft auf dem Campus fit für ihre Spiele. Heute bin ich nicht am Campus, sondern ich bin in meinem Heimatfitnessstudio in Schliersee, weil ich in den Bergen wohne. Und da hat sich das angeboten, das Video für euch hier zu drehen. Und ich habe Verstärkung mitgebracht. Ihr seht hier meinen Joey. Joey hat einen ganz weiten Weg hinter sich. Joey kommt aus Melbourne, Australien. Und die Australier nennen kleine Känguru-Babys Joey, deshalb Joey. Und Joey ist ein ganz großer Fan der Handballabteilung des FC Bayern. Und er hat auch ganz gute Voraussetzungen für einen guten Handballspieler, weil Kängurus können sehr gut springen, hüpfen und sehr explosiv auch springen. Seht ihr schon mal hier? Hey Joey, wir machen gleich Sport, aber jetzt erstmal müssen wir uns ein bisschen warm machen. Joey nimmt mal Platz auf der Matte, der zeigt euch nachher noch ein bisschen was. Und ich freue mich jetzt einfach, wenn ihr ein bisschen schwitzen tut mit mir. Als erstes müssen wir mal ein bisschen wach werden. Und wir machen als erstes mal folgende Übung. Ihr klatscht mal auf die Oberschenkel, dann überkreuzt ihr die Arme auf eure Schultern, dann klatscht ihr die Hände und dann zeigt ihr auf mich. Okay, wir klatschen auf die Oberschenkel, wir kreuzen, wir klatschen und wir zeigen. Noch einmal. Noch einmal. Ich glaube, das könnt ihr. Wir gehen ein bisschen schon mal in die Knie, damit wir schon mal ein bisschen warm werden. Und das ist viel zu einfach, glaube ich, für euch. Deshalb versuchen wir jetzt auch noch dabei zu reden. Das heißt, wir sagen Guten Morgen. Nochmal. Guten Morgen. Sehr gut. Auch wieder viel zu einfach, denkt der Mensch. Komm, Nathalie, gib ein bisschen Gas. Okay, wir machen ein bisschen schneller. Guten Morgen. Nochmal. Guten Morgen. Oh, sorry, ich habe es auch schon falsch gemacht. Okay, wir machen es nochmal. Zweimal richtig schnell. Guten Morgen, Kids. Sehr gut. Wir wärmen uns auf. Ihr stellt euch mal hin, dass er bequem steht. Die Knie könnt ihr ein bisschen locker lassen. Und jetzt versucht ihr mal, euren Bauch anzuspannen. Und euer Kopf dreht ihr mal auf die rechte Seite. Und wieder in die Mitte. Dann dreht ihr den Kopf mal auf die linke Seite. Und wieder in die Mitte. Und wieder auf die rechte Seite. Und in die Mitte. Und wieder auf die linke Seite. Sehr gut. Und noch einmal rechts, nochmal in die Mitte. Und nochmal links und in die Mitte. Jetzt fangen wir mal an zu fliegen. Wir machen es mal richtig groß. Und dabei geht ihr schon mal schön in die Knie. Sehr gut. Und die Arme nehmt ihr weit mit nach oben. Wie so ein Adler schweben wir. Sehr gut. Versucht immer auf die Zehenspitze euch lang zu ziehen. Und wieder tief, ganz große Bewegung. Sehr gut. Ihr möchtet davon fliegen. Komm, wir fliegen aus unserem Bett. Wir werden wach. Und zieht euch auf die Zehenspitzen. Sehr gut. Und noch ein bisschen fliegen. Und nochmal hoch. Und noch zweimal. Komm, wir fliegen. Und ein letztes Mal fliegen. Wow. Und geschafft. Jetzt machen wir ein bisschen was mit den Armen. Ihr kennt vielleicht eine Windmühle. Jetzt fangt ihr mal an. Ihr kreist euren rechten Arm und den linken Arm und den rechten Arm. Macht eine ganz große Bewegung. Zieht den Arm so lang nach hinten, wie ihr könnt. Genau. Und wir ziehen nach hinten. Jetzt wird der Wind ein bisschen stärker. Und die Windmühle fängt an, ein bisschen schneller zu arbeiten. Und ihr bleibt immer noch stehen, okay? Nicht bewegen. Schon bewegen, aber nur die Arme, Knie leicht gebeugt. Und noch ein bisschen schneller. Komm, ein bisschen Herausforderung für euch. Drei noch. Zwei. Und eins. Sehr gut. Jetzt versuchen wir beide Arme. Ganz groß macht euch. Jetzt gehen wir wieder in die Knie, wie wir es vorher gemacht haben. Ziehen uns hoch. So, wie wir das vorher beim Fliegen gemacht haben. Jetzt machen wir große Kreise. Sehr gut. Ganz groß. Und noch ein bisschen. Komm, zieht euch in die Länge. Und nicht umfallen. Genau. Und ein bisschen lachen dabei. Drei. Joey lacht schon, was wir hier machen. Zwei. Und eins. Sehr gut. Es kommt was für die Mädchen, aber ihr Jungs schafft es auch. Wir öffnen ein bisschen die Beine. Eure Zehenspitzen zeigen leicht nach außen.
Und jetzt fangt ihr mal an, locker zu kreisen. Die Mädchen haben sicher schon mal alle Hula-Hoop gemacht. Ich habe das total gern gemacht als Mädchen. Man muss ein bisschen schneller noch schwingen. Aber im Handball ist die Hüfte ganz, ganz wichtig. Und wir müssen uns auch die Hüfte ganz gut warm machen. Und wir kreisen. Jetzt dürft ihr mal die Richtung ändern. Und ganz große Kreise. Sehr gut. Und noch ein bisschen kreisen, liebe Kids. Genau, ihr müsst ein bisschen schwitzen, weil ich bin die Fettmacherin. Mit mir wird es nie langweilig. Und noch zweimal kreisen. Und ein letztes Mal. Super, habt ihr das gemacht. Und schließt ein bisschen die Beine. Und ihr kennt ja sicher Giraffen, die haben einen ganz langen Hals. Und wir versuchen jetzt mal unseren Körper auch in die Länge zu ziehen. Schaut mal, wir dürfen auch ein bisschen laufen durch den Raum. Zieht euch mal nach oben. Ganz lang, wie so eine Giraffe. Die Giraffe, die holt Futter ganz oben in ihren Bäumen. Und dann müssen wir einen ganz langen Hals machen, weil die möchte nur das beste Futter haben. Ganz oben in den Baum holt sie sich das Futter und zieht euch ganz lang. Sehr gut. Und noch ein bisschen ziehen. Jetzt geht ihr mal auf die Zehenspitzen. Ich muss euch ein bisschen fordern. Komm, bisschen Herausforderung. Und zieht euch in die Länge. Oh, noch ein bisschen ziehen. Sehr gut. Gleich habt ihr es geschafft. Und wir kommen wieder in den Stand. Ihr wisst ja alle, dass ein Schmetterling vorher eine Raupe ist. Und eine Raupe, die können sich ganz, ganz klein machen. Ihr beugt auch wieder leicht die Knie, stimmt mich mal seitlich. Und jetzt rollt ihr euch mal ganz langsam ein. Den Rücken macht ihr rund. Ihr müsst den Bauchnabel einfach nach innen ziehen. Und jetzt rollt ihr euch mal bis zum Boden. Ihr dürft die Knie leicht beugen. Und unten dürft ihr die einfach mal fallen lassen. Dann dürft ihr mal Ja sagen. Das ist die Lieblingsantwort eurer Mama. Oder Nein. Und dann rollt sich die Raupe wieder ganz langsam nach oben. Und die Raupe macht sich ganz groß. Und ihr zieht die Schultern zurück. Und die Raupe geht nochmal nach unten. Ihr rollt euch ganz langsam nach unten ab. Und dürft euch wieder aushängen, dürft wieder Ja sagen und Nein sagen. Und wir rollen uns ganz langsam, Wirbel für Wirbel, rollt euch wieder nach oben. Und wir ziehen die Schultern zurück. Sehr gut. Jetzt kommen wir ein bisschen mehr in Bewegung. Fangt mal langsam an zu laufen. Joey kommt aus Australien, das ist ziemlich heiß und wir machen sicher im Sommer vielleicht auch bald wieder Urlaub im Sand. Und jetzt denkt einfach mal, ihr lauft über den heißen Sand. Jetzt müsst ihr ganz schnell eure Zehenspitzen anheben. Ihr dürft ganz wenig nur die Fußboden berühren. Jetzt geht ihr mal nach vorne. Hallo und zurück. Sehr gut, ganz schnelle Bewegung. Geht nach vorne und noch ein bisschen im Sand laufen. Sieht super aus, was ihr macht. Und noch mal nach vorne. Komm, schön bewegen. Und wieder zurück. Und das Wasser ist schon in der Nähe. Wir gehen noch eins, zwei, drei, wir gehen tief und wir jumpen ins Wasser. Oh, wir erfrischen uns mal ein bisschen. Oh, das hat richtig gut getan. Und wir bleiben jetzt im Wasser, gehen aber noch mal ein Stück zurück. Und jetzt machen wir mal einen locker Jumping Check. Schaut mal, einfach springen. Ihr könnt auch nur mal mit den Füßen springen. Wenn ihr das schon könnt, dann nehmt ihr die Arme wieder mit dazu. Okay. Oh, noch vier, drei, zwei, und eins. Und wir wollen nochmal in heißen Sand. Und wir trippeln nochmal. Und trippeln nochmal. Wir erfrischen uns auch gleich nochmal im Wasser. Aber trippeln noch ein bisschen. Ihr macht die Spitze. Und drei, zwei, eins. Wir jumpen ins Wasser. Yes. Wow, geschafft. Hände auf die Knie. Und wir kommen langsam nach oben. Jetzt könnt ihr mal euren Herzschlag kontrollieren. Also mein Herz macht schon ganz schön bum, bum, bum. Bisschen warm geworden sind wir schon. Ich gehe jetzt mal zurück auf meine Matte. Da ist auch der Joey. Und wir gehen jetzt mal auf den Boden. Geht mal mit dem Knie auf die Matte. Und wir gehen mal, legen uns mal auf unseren Bauch ab. Der Joey muss mal ein bisschen zur Seite sitzen. Sehr gut, danke Joey. Weil wir spielen jetzt, wir sind jetzt ein Krokodil. Wir sind in der Bauchlage. Und ihr versucht jetzt mal, das linke Bein tut ihr anwinkeln und den rechten Arm nach vorne und geht wieder zurück. Jetzt macht den linken Armstück nach vorne und euer anderes Bein winkelt ihr an. Und wir wechseln wieder. Schaut, immer anwinkeln und eine Hand nach vorne und wieder nach vorne. Sehr gut, das Krokodil hat nämlich großen Hunger und möchte sich zum Wasserloch bewegen. Und wieder Bein anwinkeln und eine Hand nach vorne ausstrecken. Und noch viermal machen wir das.
Und kommt noch drei. Oh, gleich geschafft. Zwei. Und noch einmal. Sehr gut. Und jetzt kommt ihr mal nach oben. Stoßt euch mal richtig hoch. Und jetzt seid ihr in diesem Vierfüßlerstand. Und Katzen bewegen sich ja ganz, ganz grazil. Und wir versuchen uns jetzt mal wie so ein Panther oder wie eine Katze zu bewegen. Okay, wir bleiben erstmal auf dem Knie. Das kennt ihr. Und wir krabbeln einfach mal nach vorne. Okay, und ihr versucht immer entgegengesetzt zu krabbeln. Okay, ganz locker. Einfach mal ein bisschen bewegen. Sehr gut. Das ist die Vorstufe von unserer Übung. Das könnt ihr alle. Okay, das ist einfach. Aber jetzt wird es schwerer für euch Kinder, weil jetzt müsst ihr die Knie anheben, okay? Schaut mal, das sieht wie folgt aus. Wir heben jetzt die Knie an. Jetzt geht ihr mit dem rechten Knie und der linken Hand nach vorne. Und dann wechselt ihr. Ihr lauft einfach mal zu mir. Sehr gut. Und die Knie müsst ihr immer oben lassen. Und wieder krabbeln noch ein bisschen, komm. Und noch ein bisschen. Sehr gut. Wie so eine Katze. Und wir schleichen. Eure Eltern dürfen noch nicht wissen, dass ihr wach seid, okay? Dass ihr schon mit mir Sport macht. Deshalb ganz leise bewegen wir uns. Niemand hört uns. Sehr gut. Oh, noch ein kleiner Kreis. Und gleich geschafft. Kreislauf ist schwierig. Super. Und ich gehe mal zurück auf meine Matte. Wow, jetzt bin ich ja schon ganz schön anstrengend. Sehr gut habt ihr das gemacht. Als nächstes kommt deine Disziplin. Wir jumpen nämlich ein bisschen. Kängurus oder auch Frösche können super gut jumpen. Schaut mal. Ja, macht es mal vor. Wir gehen tief. Und wir jumpen nach vorne. Wir gehen tief. Und wir jumpen. Das sieht wie folgt aus. Ihr dürft mal in die Hocke gehen. Das kennt ihr. So sitzt ihr sicher ganz gerne. Und dann nehmt ihr mal die Finger vorne an die Zehenspitzen. Und auf drei springen wir mal nach vorne. Eins, zwei, und drei. Und ihr macht euch groß. Und springen. Und springen. Sehr gut. Und wir springen weiter. Und noch ein bisschen springen. Und schön große Sprünge. Drei Sprünge schafft ihr noch. Noch zwei. Und noch einen. Bravo. Jetzt rollen wir uns mal ganz langsam nach oben auf. So, die Beine spüren wir schon ein bisschen. Und jetzt dürft ihr mal die Beine ganz locker ausschütteln. Habt ihr sehr gut gemacht. Wir machen zwischendurch schon mal High Five. Sehr cool. So werdet ihr fit und ihr seid schon fit für mir, sind fit für Kids. Und wir machen noch ein bisschen weiter, gell? Wir schaffen noch ein bisschen was. Als nächstes, wir setzen uns wieder ab. Auf die Matte oder auf den Boden. Und es gibt Krebse, kennt ihr sicher auch. Und wir versuchen uns jetzt mal wie ein Krebs zu bewegen. Okay, nächste Aufgabe für euch. Ihr hebt euren Popo an und jetzt versucht ihr mal wie so ein Krebs. Boah, im Sand. Der Sand ist auch tief. Achtung, Joey. Hier kommt der Krebs. Und wir wandern einfach mal in der Seitbewegung rechts und links. Wenn es mal nicht mehr geht, Po mal schnell absetzen, dann wieder hoch den Popo. Und wir gehen rüber. Und ganz leise wieder bewegen. Weil Tiere bewegen sich ganz leise. Genau. Und der Krebs bewegt sich wieder im Sand. Geht wieder auf die andere Seite. Super macht ihr das. Komm, noch ein bisschen. Oh, Joey. Und zurück. Oh, tut mir leid. Sorry. So, Joey sitzt wieder. Und ich sehe, ihr müsst meinen Hintern muss wieder heben. Und ich laufe wieder zurück. Sehr gut. Gut gemacht, Kids. Stolz auf euch. Was machen wir jetzt? Das kennt ihr sicher vom Schulsport. Wir machen eine Kerze. Und dann laufen wir ganz schnell nach vorne, weil hier vorne, da liegt eure Lieblingsschokolade, die hat euch die Mama gerade hingelegt. Okay, ich zeige euch mal die Übung. So, wir bringen dich mal in Sicherheit. Das sieht wie folgt aus. Ihr rollt euch zurück, schiebt euch in die Kerze nach oben, haltet euch kurz, dann nehmt ihr ganz viel Schwung und wir laufen nach vorne. Wir halten. Nehmen hier schnell unsere Schokolade mit und dann laufen wir wieder zurück. Ihr macht euch klein, rollt euch wieder ab und wir schieben uns wieder hoch in die Kerze. Und macht euch wieder klein, schnell nach vorne, ganz schnell laufen. Mit der anderen Hand nehmen wir die Schokolade und zurück. Kommst mal noch zweimal. Wir gehen hoch in die Kerze und rollen uns ganz schnell nach vorne. Sehr gut. Und greifen mit der Süßigkeit.
Und wir gehen wieder zurück. Und in die Kerze, super gemacht. Und ganz schnell wieder nach vorne laufen. Und noch eine Schokolade mitnehmen. Und wir rollen uns zurück. Und wieder nach oben. Sehr gut. Als nächstes drehen wir uns wieder um. Und diesmal, wir waren ja vorher schon im Wasser. Uns ist jetzt schon ziemlich warm. Wir wollen jetzt ein bisschen schwimmen. Schaut mal, wir gehen langsam, langsam tief nach unten ab. Streckt ihr mal die Hände nach vorne aus. Und jetzt heben wir als erstes mal unsere Arme nach oben an. Den Kopf habt ihr zwischen den Armen und dann die Beine. So, jetzt halten wir mal ganz kurz. Das geht noch, Kinder, oder? Schafft ihr. Okay, und jetzt versucht ihr mit mir mal ein bisschen zu schwimmen. Wir haben da vorne eine einsame Insel. Da warten schon frisches Obst und Getränke auf uns. Und da wollen wir hin. Und Kinder, wir paddeln. Aber die Beine und Arme bleiben oben. Sehr gut. Und dann paddeln noch ein bisschen, paddeln, paddeln, paddeln. Und dann schneller, 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 schneller. 4, 3, 2. Wow. Wir haben die Insel erreicht. Und wir sind ganz schön fertig. Aber wir schaffen noch ein bisschen was. So, wir kommen wieder nach oben. Lauft mit euren Händen zu euren Knien. Und schon sind wir wieder im Stand. Habt ihr super gemacht. Joey, alles okay? Ja, Joey findet es gut, was wir machen. Deshalb machen wir noch ein bisschen weiter. Folgende Übung. Joey kann ja auch viel springen, weil Joey sagt, ihr müsst noch ein bisschen springen. Und wir jumpen jetzt als erstes, schaut mal, von mit beiden Beinen rechts und links. Auf die Seite und auf die Seite, okay? Wir machen das genauso wie Joey. Denkt, hier in der Mitte liegt irgendwas. Und wir springen. Nehmt die Arme mit. Und springen, super. Und leise wieder landen. Wir landen leise, gehen in die Knie. Und springen. Sehr gut. Und springen. Komm, und wieder springen. Schaffen wir noch viermal. Komm, 4, 3, 2 und 1. Bravo, sehr gut. Das habt ihr super gemacht. Boah, wir lockern die Beine ein bisschen aus. Und wenn wir mit beiden Beinen springen können, können wir auch mit einem Bein springen. Jetzt geht ihr mal auf euer rechtes Bein. Wir suchen erstmal ein bisschen die Balance. Und jetzt sind wir die Arme mit dazu, ein bisschen Schwung. Wir springen vor und wir springen zurück. Wir springen vor und zurück. Halte die Balance. Und wieder vor und zurück. Und vor. Zurück. Komm, noch zweimal. Vor, zurück. Und noch einmal. Vor und zurück. Bravo. Sehr gut. Das Gleiche. Wir haben leider zwei Beine. Können wir auch auf dem linken Bein. Okay, wir heben wieder an. Und es geht los. Wir springen nach vorne und zurück. Sehr gut. Und vor. Und lass das Bein oben. Komm. Und vor. Und zurück. Und noch dreimal. Boah, zurück. Boah, jetzt seht ihr auch für mich anstrengend für die Fitmacherin. 2. Zurück. Und ein letztes Mal vor. Und zurück. Super, wir schütteln mal die Beine aus. Habt ihr klasse gemacht. Jetzt machen wir gleich noch was, um unsere Balance zu verbessern. Und ganz locker ausschütteln. Sehr gut. Stolz auf euch. So, jetzt kommen wir wieder in Stand. Wir sind wieder im Sand. Und wir stellen uns auf unser rechtes Bein. Und jetzt versucht ihr mal, einen Kreis zu malen. Die Hände könnt ihr in die Hüfte nehmen. Und ihr zeichnet den Kreis mit eurem linken Bein. Und Kreise zeichnen. Wenn es gut geht, dann versucht ihr mal, Stufe 2, das Bein anzuheben, okay? Wir kreisen. Jetzt ändert mal die Richtung. Wir kreisen in die andere Richtung. Nach hinten, wieder nach vorne. Und kreisen. Ihr versucht, seitlich immer das Bein auszustrecken. Und geschafft. Und wir machen das Ganze auch auf dem anderen Bein. Wir fangen wieder an. Wir zeichnen im Sand einen schönen großen Kreis. Okay, noch ein bisschen zeichnen. Sehr gut. Ich glaube, das schafft ihr schon wieder. Ihr seid fit, Kids. Und komm. Schwebend schöne große Kreise machen. Ganz klasse. Und nochmal kreisen. Sehr gut. Und noch viermal.
4, noch 3, gleich geschafft, noch 2 und ein letztes Mal. Sehr gut. Ganz zum Abschluss dürft ihr jetzt noch meine Lieblingsübung machen. Ich mag nämlich Liegestütz. Aber, liebe Kinder, ihr müsst aufpassen, dass auch euer Gewicht abfangend hoch. Das heißt, ihr setzt euch mit eurem Popo auf eure Füße und dann schiebt ihr euch mal vorne tief und jetzt pusht ihr euch zurück. Okay, ganz nach oben drücken. Aber aufpassen, nicht die Nase darf nicht auf die Matte, okay? Jetzt gehen wir nochmal tief und zurück. Ganz klasse. Komm, 3 schaffen wir noch. Und zurück. Und noch 2. Wir gehen nach vorne und stoßt euch zurück. Und wir haben noch einmal. Wir gehen nach vorne und zurück. Sehr gut habt ihr das gemacht. Ganz bravo. Jetzt entspannen wir uns ein bisschen. Ich glaube, ihr seid ein bisschen warm geworden. Ich habe auf jeden Fall geschwitzt. Und jetzt laufen wir nach vorne. Den Popo lasst ihr auf euren Fersen. Und jetzt dürft ihr einfach mal euch ein bisschen ausruhen. Ein bisschen chillen, okay? Die Arme lang strecken. Und einfach mal ganz ruhig atmen. So dass ich euren Atem höre. Ich höre ihn nicht. Richtig schön ausatmen. Sehr gut. Dann kommt ihr wieder in diesen Vierfüßlerstand. Zehenspitzen dürft ihr schon mal aufstellen. Jetzt macht ihr euch mal rund. So einen richtigen Katzenbuckel. Und dann wieder gerade wie so ein Pferderücken. Und jetzt macht ihr euch wieder rund. Einen schönen Katzenbuckel. Und wieder gerade. Und noch einmal macht euch schön rund. Sehr gut. Und einmal noch gerade. Jetzt lauft ihr wieder mit den Händen zurück. Dann sitzen wir wieder in der tiefen Hocke. Ich komme mal zu euch. Und da bleibt ihr jetzt einfach mal. Das tut gut, oder? Das macht Spaß. Wir sitzen einfach mal, relaxen. Und jetzt merkt ihr sicher, dass ihr was gemacht habt. Und jetzt setzt ihr die Hände auf den Boden. Und jetzt rollt ihr euch einfach mal ganz langsam, Wirbel für Wirbel, nach oben. Und jetzt dürft ihr die Arme nochmal mitnehmen. Und macht mal große Kreise. Wieder gehen nochmal auf die Zehenspitzen. Und wir schieben uns wieder hoch. Und nochmal auf die Zehenspitzen. Und nochmal einen großen Kreis malen. Sehr gut. Und schaut mal als allerletztes. Ganz locker. Schwingt mal die Arme rechts und links. Und noch 4, 3, 2 und 1. Jetzt schließt ihr die Beine und jetzt klopft ihr euch mal mit eurer rechten Hand auf die linke Schulter und mit der linken Hand auf die rechte Schulter. Und wir beide, Joey und ich, sagen High Five. Und well done, das habt ihr super toll gemacht, liebe Kids. Und wenn euch das Spaß gemacht habt, dann sagt euren Eltern, sie sollen mal auf unsere Internetseite gehen. www.fcbayern-handball.de. Da stehen alle Kontaktpartner, Kontaktpersonen, Ansprechpartner, auch unsere Trainingszeiten. Und Handball ist ein ganz toller Sport. Und wenn ihr Lust habt, dann geht auf die Seite mit euren Eltern und dann hoffe ich, dass wir uns bald mal sehen. Und jetzt sagen wir Servus und schaut die nächsten Videos auch an. Bleibt dabei, bei mir sind Fit für Kids. Das FC Bayern München, Joey und Nathalie sagen Servus.